Moin, willkommen bei LZ Parts, dem automobilen Zubehörshop speziell für Renault und Dacia. Ich habe mich das ganze Wochenende was gefragt und das hat mich echt total getriggert. Also ich habe mich voll heute auf Montag gefreut, müsst ihr verstehen. Das gibt es normalerweise gar nicht, aber die Freude ist noch viel größer. Aber ich zeige euch das mal, weil wir haben hier Renault Megane E, beziehungsweise Renault Megane E-Tech 100% elektrisch. So, ja, der eine sagt das so, der nächste sagt es so. Das, was, ja, viele testen ja momentan dieses Auto durch, was ist er, was kann er, hin und her. Mich interessiert eigentlich nur eins, momentan. Ah, Kofferraum. So, und wenn wir uns, ich lasse euch mal ein bisschen näher daran, so, und ich hoffe, die Kamera macht das ordentlich. Ihr kennt das, man muss das ein paar Mal einstellen, machen und tun, geht aber. So. Also mit Blick in den Kofferraum. Und wenn ich jetzt noch einen Zollstock nehme, habe ich den irgendwo, ja. Dann weiß ich, dass ich hier eine sehr hohe Ladekante habe. Also ja, sagen wir mal 28 cm. Und wenn ich das Ganze, ich nehme mal das Stromkabel mal raus, das stört mich gerade einfach nur, weil im Ladeboden unten drin hier ist noch eine Klappe, die mache ich jetzt auf. Da habe ich zum Beispiel hier so ein Set drin, wo alles drin ist, Warndreiecken, das alles brauchen wir nicht. Und dann haben wir eine Tiefe von 50 cm, das ist eine Menge. Und naja, das ist ganz schön tief. Also der Punkt ist ja, die beliebtesten Autos im Straßenverkehr sind, glaube ich, SUVs. Und die sind so, von der Tendenz her ist die Schnauze ziemlich hoch. Und wenn dir so einer hinten reingeht, dann möchtest du den eigentlich nicht auf der Rücksitzbank parkend haben. Deswegen ist auch das Heck so extrem hoch. Deswegen werden hinten diese Scheiben bei ganz vielen Autos auch alle viel, viel kleiner. Weil die werden immer stabiler gebaut und die müssen im Crashtest ja bestehen, sonst werden die eben halt zerrissen. Mittlerweile sind die alle sehr, sehr sicher. Und jetzt fängt man eben halt an, daran zu gehen. Wenn du die Fußgängererkennung nicht hast, dies nicht hast, jenes nicht hast, dann führt das zur Abwertung. Ich finde das so ein bisschen doof, weil es die Ergebnisse total verfälscht. Also man sollte auswerten zwischen Karosserie und eben halt den einzelnen Sicherheitsfeatures, elektronischen Helfern. Viele wollen ja gar nicht so viele elektronische Helfer. Aber was können wir jetzt tun, um nicht so viel Ladebodentiefe zu haben? Und darüber hatte ich schon mal ein Video gemacht. Dann kommt hier so ein Rahmen rein. Der ist 100%ig passgenau. Ich habe den jetzt offen gelassen, ja? Also den Zwischenladeboden hier, den habe ich offen gelassen, weil man kann das auch hier, vielleicht kriege ich das dargestellt, ist hier diese Kante, die hier ist vorne jetzt gleich, wenn ich ihn reinlege. Und hier, das ist zum Beispiel, da liegt diese Klappe, die ich hier aufgeklappt habe. Die trägt so ein bisschen dicker auf. Ja, die liegt dann bei diesem Boden hier an der Seite drin. Also das ist echt passgenau. So, haben wir das da drin. Dann lege ich jetzt mal unser Set da rein, das sind die Abdeckkappen vom Ladekabel, lege ich da mal hin, die brauche ich ja jetzt nicht. Dann habe ich unten sozusagen hier alles frei und dann legen wir mal den Deckel drauf. So, wo habe ich jetzt meinen Zollstock? Hier. Jetzt haben wir den Ladeboden.
den wir hier auch aufklappen können und wir die volle Tiefe wieder haben. Können wir wieder zuklappen, wunderbar. Müssen wir die Wasserkisten immer noch ein bisschen reinheben. Dann haben wir eine Ladekante von 15, 16 cm. Und das, was ich mich jetzt das ganze Wochenende über gefragt habe, ist Folgendes. Wenn ich den hier aufklappe, so, er liegt sauber und ordentlich drin. Und vielleicht ist es ja auch ein bisschen dekadent, weiß ich nicht. Und ich lege jetzt noch einen zweiten Ladeboden oben drüber. So. Jetzt gucken, dass es passt. Das tut's. Liegt 1:1 aufeinander. Und mach dann den nächsten oben drauf. Dann passt das. Und ich habe eine Ladekante von süßen 3,5 cm. Das wollte ich euch bloß gezeigt haben. Okay, in diesem Sinne hoffe ich, wie immer, dass ich weiterhelfen konnte. Und ihr kennt das, hier ist das Stromkabel. Ich mache es hier immer so zusammen, kann man hier ja auch reinlegen. Das geht. Und dann ist es gut. Ja, und dann sage ich auch wie immer, bis denn dann.